Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute habe ich wieder mal einen Wunsch von einem guten Kollegen, und zwar von Videogems. An dieser Stelle viele Grüße. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, im Beschreibungsfeld seinen Kanal zu verlinken. Ist auch ein sehr empfehlenswerter Kanal. Besucht den guten und lasst einfach mal ein Abo da, würde ich sagen. Und ja, er hat sich gewünscht, James Bond Junior. Wie man sieht, hier voller Action. Ich glaube, es gab mal eine Zeichentrickserie, auf das das basiert. Ich habe auch das schon mal für einen Super Nintendo Jahresrückblick angespielt und da dachte ich mir auch schon beim Anspielen, das ist, glaube ich, ein guter Kandidat für eine Retro-Banda-Quetzig-Folge. Aber woran es genauer liegt, da schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Okay, wir werden gleich begrüßt mit dem Passwort. Okay, dann scheint das ja immerhin hier das Ganze ein Passwortsystem zu haben, was da jetzt gar nicht mal so verkehrt ist, würde ich sagen. So, die Warfield Academy. Ich bin gespannt. Es ist ein Plattformer, soweit ich weiß, und wenn ich das richtig im Kopf hatte, ist auch die Steuerung ziemlich beschissen. Okay, also wir können springen. Ja, ihr seht's. Bisschen Momentum beim Umdrehen, das ist meistens nicht gut. Wir können springen, wir können eine Granate werfen, wir können treten und schlagen. Scheint also eine Art Action-Plattformer zu sein. Okay. Das erste Hindernis, und man kommt nicht rüber. Oh, okay. Da sind Schuhe. Ich schätze mal, dann springe ich höher. Okay. Hört ihr das? Okay. Das Sprungverhalten an sich, das fühlt sich okay an. Okay. Hier, zack, zack, zack. Da hätten sie die Sterbeframes auch so etwas schneller aufspielen können. Oder so. Gut, gucken wir mal. Frage ich mich jetzt, was ist besser ist, Tritt oder Schlag? Und die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks. Okay. Ja, ich kann schießen und Bomben werfen. Okay. Immerhin ist Abwechslung da. Und wieso bin ich gestorben? Was? Ach, war die Bäume jetzt nicht nur Deko? Also es steuert sich sehr schwerfällig. Ihr seht es vielleicht an so einer Bewegung. Es ist immer so, Bewegung ist immer so Momentum da. Also gerade muss ich sagen, passt diese sehr energetische Musik, nenne ich es mal, nicht wirklich zum Spielgeschehen. Das ist irgendwie so, als ob hier die Hoch-Action wäre und ich fliege hier Hubschrauber und hier sind ein paar, ja, Zeppeline oder Luftballons. Okay, hier muss ich wahrscheinlich jetzt... Ah, okay. Ein Treffer und ich bin tot. Okay, das ist mal Shoot'em-ups normal. Okay. Oh, wieder von ganz Anfang. Aber ich mit dem Baum, da muss ich echt erst feststellen, okay, da darf man gar nicht ran. Aber so richtig geil ist das. Die Musik geht mir echt auf den Keks, ich weiß nicht. Also sie ist jetzt nicht per se schlecht. Das will ich jetzt nicht behaupten. Es passt schon irgendwie zum Spiel, aber irgendwie nicht zu dem Spielgeschehen gerade. Und das finde ich... Ich glaube, ein Hubschrauber in echt kann schon einen leichten Baum touchieren, ohne sofort abzustürzen. Oder lehne ich mich da jetzt allzu weit aus dem Fenster? Alter, ey, okay, gut. Ich habe so ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, mit den Zielen, die da auf dem Boden gleich sind, weil sehr zielgenau scheinen die Bomben nicht zu sein. Ach, ja, komm, dann lass mich doch wenigstens hier gegen irgendwelche anderen Gegner anfliegen. Aber dass das jetzt ein Shoot'em-up-Abschnitt, das eigentlich... Okay, jetzt habe ich ein Schutzschild. Endlich auch Gegner. Puh. Sag mal, was ist eine Hitbox von diesen Boden-Luftraketen? Hä, ist ja geil! Die Männchen holen sich dann... Was sind das? Ach, irgendwie ist die Steuerung etwas. Aber das kann einem Emulator liegen. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber es ist ja lustig, dass die dann nochmal hochfliegen. Das ist jetzt ein nettes Detail. Zack, zack, zack. Warum auch immer sie das machen.
Aber dass die Bäume Hindernisse sind. Ja, also man gut, Grafik geht. Ich finde, es hat irgendwie, es würde mich nicht wundern, wenn es eigentlich eher so Amiga-PC-Ding wäre. Was hat irgendwie so ein Euro-Amiga-Vibe irgendwie so. Bitte lass mich einen Checkpunkt. Bitte. Okay, immerhin. Ja, also ich weiß nicht. Der Plattformer-Abschnitt hat sich jetzt schon nicht so geil gespielt. Ich meine, es ist ja schön, dass sie hier ein bisschen Abwechslung reinmachen, aber irgendwie. Ja. Also ich weiß nicht. Was sind das für Atombäume? Ey, die hier Bomben abpassen. Jetzt muss ich hier so ganz oben am Rand fliegen. Wie bescheuert ist das denn? Hä? Ah! Okay, das war knapp. Zack. So. Hubschrauber schon am Boden zerstört. So muss es sein. Also Hauptfeind sind hier Bäume. Ist ja auch interessant eigentlich, ne? Oh nein, er schießt. Was für langsame Schüsse sind das denn? Das kann doch nicht wirklich Phase sein, dass bei einem Shoot'em-up-Level Bäume Hauptgegner Nummer 1 sind. Ich werde es noch mal ganz kurz probieren. Ach, Continue. Ich dachte, ich muss den Anfang auch wieder spielen. Obwohl, der ging relativ schnell. Aber was ist interessant, ne? Das ist wirklich Tutorial. Das hat mir gezeigt, dass man Schuhe einsammeln kann, um höher zu springen. Soweit okay. Aber nur, um mich dann sofort in ein Shoot'em-up-Level zu versetzen. Wozu gab es diesen ersten Abschnitt? Warum hat man den nicht irgendwie größer gemacht? Also ich schätze mal, der Typ da am Ende sollte wahrscheinlich so der Erzfeind der Serie sein oder ähnliches. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht. Also. Das Shoot'em-up ist okay umgesetzt, aber. Diese Levelgestaltung, die finde ich halt nicht so geil. Deswegen. Also ich meine, ich sollte vielleicht mal in Zukunft besser recherchieren. Aber das fühlt sich echt wie so ein Amiga-Spiel an, was irgendwie schwer ist. Habt ihr vielleicht diese Serie mal gesehen oder nicht? Also mir ist sie total unbekannt. Zack, 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 zack. Das ist so langweilig, jetzt gegen diese statischen Dinger hier zu spielen. Das ist wirklich so, dass die Umgebung das Schwerste ist. Und deswegen mag ich ja Burai Fighter so auf den Gameboy oder auf den NES, weil da kann man an die Decken und so randetschen, ohne dass man sofort stirbt. Weil das ist hier schon einigermaßen nervig. Okay, hier kommt die Katze hier gerade links ins Bild, sehe ich gerade. Die ist nämlich auch gerade unruhig, weil ich hier so unzufrieden bin. Ja, die merkt das. Oh, diese Musik. Wir haben hier keinen Boss-Endkampf, Leute. Haben wir nicht. Muss man hier nicht sonst was tun. Vor allem diese Ballons machen ja gar nichts. Ich brauche die, glaube ich, gar nicht abschießen, ne? Aber hier natürlich hier. Jetzt bin ich da schon wieder reingeflogen. Ich bin da schon wieder reingeflogen. Ich bin gerade natürlich auch doof. Aber die haben es natürlich realistisch gesehen, würde ich mir auch so ein Boden-Luft-Raketen-Dings da so hinter einer Mauer hinstellen. Aber praktisch ist es hier im Spiel etwas nervig. Also soweit ich weiß, geht das später noch in Jump'n'Run-Ebenen durch. Aber wenn die sich so steuern wie das am Anfang, hat man da jetzt auch nicht unbedingt was gewonnen, glaube ich. So. Wisst ihr was? Ich lasse es. Ich lasse es. Es bringt einfach nichts. Also das Spiel ist. Es macht keinen Spaß. Es ist. Von der Grundidee her, okay, man hätte was draus machen können. Aber irgendwie sowohl Levelgestaltung. Zum Beispiel hier dieses am Anfang mit den Schuhe einsammeln. Das fand ich dann schon etwas seltsam. Etwas. Und jetzt dieser. Guck mal hier, ich mach gar nichts. Das Spiel sieht gerade von selbst. Herrlich. Trotzdem, vielen Dank, Videogems, für den Wunsch. Falls ihr auch Wünsche habt, 8 oder 16 mit, dann ab in die Kommentare damit. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben.